Los, das wird sicher lustig. Das war doch eine nette Explosion. Herzlich willkommen, Leute. Und da sind wir wieder. Bifida ist am Start mit dem nächsten Part. Und wir sind hier jetzt in Megaton eingetroffen, haben einen kleinen Dialog gehabt mit dem sexy Sheriff hier aus Megaton. Ja, das Wasser sprudelt schön hier raus, nicht? Interessant, oder? Gut, hallo. Wir haben da nichts zu sehen. Hallo. Und wir ziehen jetzt erstmal weiter. Ich würde gerne meine Sachen reparieren, beziehungsweise auch ein paar Sachen verkaufen, ne? Ist das nicht normalerweise... Ich kann mich erinnern, dass dieser Laden immer so um 8 Uhr rum... Also um 8 Uhr sollte der Laden eigentlich auf sein, quasi, ne? Also ich glaube, die Besitzerin hier... Oder der Besitzer oder was auch immer... Okay, ich habe schon verraten. Okay, ihr habt mich erwischt. Die Besitzerin hier in dem Laden hat wohl verschlafen. Nein, ich möchte gar nichts... What ist hier passiert? Was ist hier gerade passiert? Ich habe... Egal, irgendwie bin ich jetzt doch reingekommen. Obwohl es angezeigt wurde, mir eine Option angezeigt wurde, hier einzubrechen. Egal. Wir gehen jetzt... Oh, was ist das für ein sexy Gerät? Wie auch immer. Moira Brown, servus. Hey, ich habe gehört, Sie kommen aus der Wall. Guck mich an. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Wall zu Gesicht bekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Auch genau hier auf ich die leite Brüste, den Crater-Site-Lagerraum, ne? Aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Ein Vorwort? Ja klar, bin ich... Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben. Zum ersten Mal nach oben zu kommen oder was auch immer Sie erzählen wollen. Okay, ja. Was gibt es denn hier für Möglichkeiten? Alles Mögliche. Alles Mögliche an Möglichkeiten, aber ich will hier ein bisschen... Das draußen, da ist super. Im Hauptsaal kann ich nicht mal die Decke sehen. Ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, diese große Glühbirne da oben auszuwechseln. Das eignet sich prima für das Vorwort, als humoristische Einführung. Hier, nehmen Sie den Anzug. Ich habe das Gefühl, dass Sie ihn brauchen könnten. Aha. Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann Sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Haha, das wird sicher lustig. Na, das ist doch schön. Erzähl mal von dem Buch. Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster, stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Jo. Nein, dann schreien sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Oh, du Arme. Na gut. Das hört sich gut an. Ich helfe doch gerne. Was für ein Enthusiasmus. Also gut, ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglich lauernden Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen. Wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Oh, das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Jo, jetzt haben wir hier die Möglichkeit auszusuchen, was wir als erstes machen und ich bin der Meinung, dass wir erstmal nach Essen suchen sollen. Naja, Lebensmittel und Medikamente braucht jeder an und wann, richtig? Sprich's mir. Das A und O bei der Sache ist ein Ort, wo man sie leicht findet. Nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Mart. Ich muss wissen, ob es an einem solchen Ort noch Arzneien und Lebensmittel gibt. Okay, aber wie sieht's mit der Bezahlung aus, Moira? Hoffentlich finden Sie Lebensmittel und Medizin. Aber ich kann Ihnen auch anbieten, unabhängig vom Resultat, mit noch mehr Lebensmitteln zu bezahlen. Während Sie weg sind, kann ich unter meinem ganzen Kram nachsehen, ob ich etwas habe, das alte Lebensmittel aufpeppt. Okay, ich schau da mal nach. Super! Lebensmittel sind das Wichtigste. Aber Medikamente wären auch nicht schlecht. Und wenn Sie nichts finden, kommen Sie zumindest heil zurück, okay? Okay. Yep. Und ich schau und wir sehen, uns wurde hier die Aufgabe hinzugefügt. Ja, sehen wir mal, was es hier im Angebot gibt, Moira. Was darf es denn sein? Ja, unser primäres Ziel ist einfach nur Futter zu finden in dem Supermarkt und optional Arzneimittel zu finden. Jo,
Wie auch immer, ich werde jetzt ein bisschen was verchecken hier. Die Pistole, die werde ich jetzt erstmal bei mir behalten. Also die ist richtig krass gut, in einem richtig guten Zustand. Und ne, ich werde das jetzt mal sortieren. Brauche ich meinen Basie noch? Nee, das behalte ich jetzt hier einfach mal so. Wie viel Munition habe ich noch? Oh, 24 Schuss. Okay, das behalte ich, weil die... Das Luftgewehr ist ziemlich leise und die Gegner sind dumm. So, ich habe schon genug gesagt. Also, Vault Laboruniform, soll ich das wirklich hier? Ich behalte das. Die Baseballmütze. Ich weiß ja nicht. Aber hier habe ich jetzt diesen Anzug von ihr bekommen. Das ist nice, das ist richtig sexy von ihr. Was ich hier sicher verkaufen kann, sind hier diese ganzen Sachen, die ich nicht zu verwenden habe. Ja, das werde ich hier alles nicht brauchen. Das ist alles nur Zeug. Ein bisschen Wasser behalte ich natürlich für mich. Aber hier diese ganzen Drogen und anderen Medikamente, die verkaufe ich gerne. Ja, ich habe die auch in der normalen Version, habe ich die nie gebraucht und ich weiß ja nicht. Ich werde mal gucken, wie wir jetzt ohne damit auskommen. Ja, wir machen hier 141 plus. Ich gucke mal, was ist hier für Munition. Ich gucke mal, ich sortiere natürlich mal hier nach Munition. Munition, da haben wir es. Jop. Wie sieht's damit aus? So 25 Schuss von dem Ding. Ja, das nehme ich mit. Ah, ich habe jetzt Munition gekauft für eine Waffe, die eigentlich... Gute Jagd. Ich gehe jetzt mal los, Moira. Hau rein. Ja, und da hat sie mir doch tatsächlich diesen Anzug gegeben, der hier zu sehen war. Gut, legen wir den Bad Boy doch mal an hier. Boah, wir sind jetzt richtig Bad Boy. Wir sind Bad Boy, genau. Egal. Soll ich jetzt einfach mal... Ich beende jetzt einfach mal diese Quest. Ich habe keine Lust mehr. Oh! What? Okay, ich merke mir das, hier nicht runter zu sprinten wie so ein Affe. Weil das tut meinen Beinen nicht gut. Und? Schaust du dir das immer noch an? Interessant, oder? Ja, interessant. Gucken wir erstmal in unser Waffenarsenal. Gut, unsere 10mm Pistole. Warte mal, ich pack das. Oh, das habe ich schon auf die 1 gepackt. Gut. Kein Problem. Bye, bye. Ja. Also, wir ziehen jetzt einfach mal in Richtung Supermarkt. Davor mache ich nochmal hier, aktiviere ich das jetzt hier als aktiv... Was geht hier ab? Was geht denn hier ab, ey? Ein Raider. Mhm. Okay. Ja, interessant, ne? Also... Gut, gehen wir einfach mal weiter. Wir haben hier nichts gesehen. Ich schaue doch noch mal gleich hier, ob wir hier auf dem richtigen Weg sind. Zeigen wir uns mal den Ort an. Jop, einfach hier mal über den Berg. Und auf den Berg. Und dann einfach mal wieder den Berg runter wahrscheinlich hier. So, habe ich das noch in Erinnerung. Hopp, geschafft. Yay. Na, 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 na. Was haben wir denn hier wieder für ein nettes Viech? Oh, wie süß. Wie süß. Ja. Ach, da haben wir ja noch eins. Hm. Aber die machen richtig viele Geräusche mit ihren kleinen Tatzen. Egal, lassen wir die einfach mal in Ruhe. Die süßen Viecher. Und wagen uns mal hier zum Supermarkt. Das dürfte da auch schon sein, da hinten. Ja, ich habe hier gerade ein paar Frame-Einbrüche. Ich hoffe, das sieht man in dem Video am Ende nicht so stark. Ja. Oh, was höre ich da? Eine Explosion. Wer macht denn sowas? Ist hier noch irgendwas drinne? Jop, hier dürfte was sein. Oh.
paar Zigaretten. Die lassen sich gut, lassen sich echt gut verkaufen. Ich speichere hier einfach mal ab zur Sicherheit. Ja, da haben wir EP bekommen für die Entdeckung dieses Ortes hier. Aber was haben wir denn da? Appetitlich. Oh, da wird hier ordentlich geballert, ey. Hier wird ordentlich. Oh, shit. Holy shit. Ja, da sind 3, 4 Leute. Ich hoffe mal. Habe ich eure Aufmerksamkeit? Oh, ich glaube, da wirft ja jemand mit Granaten. Schieße ich da die ganze Zeit etwa? Kann man hier nicht durchschießen? Yep, ich habe einen linken Arm verkrüppelt. Und komm. Zack. Ja, die trauen sich auch nicht, hier näher zu kommen, ne? Die trauen sich gar nichts hier. Was ist das hier für Lappus? Hallo? Verstecken sie sich alle hier? Haben die keinen Bock mehr auf mich? Ich glaube, ich habe ihnen die Waffen aus den Händen geschossen, wie auch immer ich das geschafft habe. Na, kommt doch her jetzt. Na gut, wenn sie mich nicht ange... Wenn die nicht zu mir kommen, dann komme ich einfach zu denen. Überhaupt kein Problem für mich. Ach, guck. Oh ja. Schöner Täuschungsversuch hier von denen. Oh! Oh shit, die haben meinen Kopf verkrüppelt. Alter, die haben mich ja fast erledigt hier. Guckt euch das mal an. Ich bin gleich tot. Scheiße. Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen hier. Ja, da sieht man hier den Einfluss von den... Oh, shit. In unserem schönen, zerfledderten Kopf hier. So, der ist schon mal hin. Kollege, du bist der Nächste. Na? Verschieß nicht so viel, ich will ja auch noch was haben. Wenn ich dich erledigt habe. Oh shit, das Ding fliegt gleich in die Luft, ey. Egal, beschleunigen wir den Prozess mal. Ja, gut. Aber ich glaube, das war noch nicht alles. Scheiße. So, nehmen wir mal die Pistole mit. Oh Gott. Das Ding fliegt doch gleich in die Luft hier. Kann ich meinen Kopf hier irgendwie behandeln, irgendwie? Help to cripple limp. Okay, ich würde gerne meinen Kopf irgendwie behandeln. Ich kann es nicht voll behandeln. Habe ich das jetzt überhaupt? Ne, habe ich nicht behandelt, ne? Kann ich jetzt... Yo, das war doch eine nette Explosion. Ja, und ich würde mal sagen, mit dem Part hört es jetzt erstmal auf. Also... Man sieht sich im nächsten. Haut rein, Leute. Ciao.